Bibel kann man's lesen, 7 Plagen sind's gewesen, womit Gott die Ägypter bläute. Doch sieht man's in der Zeit von heute, so kam hinzu eine 8. Plage. Die Verwandtschaft, keine Frage. Also, die letzten 5 Jahre hatten wir Ruhe und schauten bei Familienfeiern zu. Doch heuer hat's, ihr denkt's euch schon, uns dick erwischt mit Kommunion. Ja, das ist nimmer so, wie das früher war. So eine Kommunion, die dauert schon 2 Jahre. Mit Vorbereitung wird man da gefordert, man wird zum Unterricht beordert, da musst du lernen und fleißig sein, du musst zur Andacht und in Gebetskreis rein, in die Kirche musst du und musst belegen, es Abitur ist Dreck dagegen. Auch für die Eltern gibt es Unterricht, beim Pfarrer selbst, und das ist Pflicht. Da kommst du raus aus deiner Alltagswelt und wirst katholisch in den Senkel gestellt. Ey, schon der Stress, um zu dem Termin zu kommen. Freitags um 3, ein Termin für die Frommen, weil sonst, da sind wir uns doch einig, Leute, hat freitags um 3 doch keine Zeit. Und mit Piep, 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 wir haben uns alle lieb, da soll mir jetzt Entspannung schieb. Mit Klangschale im Dauerton, ey, mein Tinnitus, der meldet sich schon. Wir sollen entspannen zur inneren Ruhe. Verdammt, gleich mächt der Metzger zu. Wir sollen uns überlegen, wie wir den Glauben sehen. Also ich sehe meine Kinder vor dem leeren Kühlschrank stehen. Nach innen hören, uns konzentrieren. Ich höre meinen Magen stark rebellieren. Der Pfarrer sagt, wir sollen uns an die Gebote halten. Oh Mist, wo ich park, da dürfen wir nicht halten. 2 Stunden sitze ich da wie auf Kohlen. Ich muss noch was beim Bäcker holen. Ich sag's meinem Mann, frag du, wer läuft? Guck nüber und stell fest, der schläft. Dann ist der große Tag gekommen. Die Klee, die war morgens schon benommen, weil sie keine Stunde mehr geschlafen hat. Die hat so auf den Tag gewartet. Na, die Kutte haben wir schon 3 Tage im Haus. Das Kind schaut aus wie Nikolaus. Der Hund erkennt sie nicht und gleich beißt der ihr in den Hintern rein. Die Kirche war lang und stimmungsvoll. Für alle, die da waren, war's auch toll. Danach es Bild mit dem Pfarrer und dann eins mit der Eltern, eins mit dem Hund. Nur unter Verwandtschaft, ungelogen, ist gleich ins Wirtshaus abgebogen. Bis mir dann in die Wirtschaft komme, haben die schon 3, 4 Bier genommen. Die Stimmung war gut, so auf nüchternem Magen. Denn jupp, den höre ich laut halt sagen, dicke Dach und dicke Weiber sind die besten Zeitvertreiber. Der Pfarrer hört es auch im Nu, stimmt dem mir doch nicht sofort zu. Er wär da vorsichtig am End, weil er die dicken Dach nicht kennt. Ja, meist kann man den größten Streit schon durch eine gute Sitzordnung vermeiden. Also fangen wir bei der Oma an. Die kommt gleich neben das Kommunionkind, dann am besten mit der Oma Kanz aus der Verwandtschaft Onkel Hans. Der Oma ihre Schwester nicht neben sie, weil das ja gar nicht geht. Also zu der Oma Onkel Friede. Doch der hat seit der Scheidung wieder einen Freund, den unsere Oma hasst. So, jetzt ist es aufgepasst. Der Oma Rainer spricht so laut und auch sein Witzli sind versaut. Drum dürft er zum Pfarrer keinesfalls. Der Jupp hat Ausschläge an seinem Hals. Wie er schießt und musste da aufpassen, sonst kommt's zum Eklat. Wer jetzt noch sagt, Hausfrau sein ist dumm, den bring ich eichenhändig um.
Ja, dann beim Kaffee, wie aller Orten, gibt's bei uns nur selbstgemachte Torten. Die Erdbeerbombe mit viel Guss vom Onkel Herbert, ein Genuss. Als der die stolz präsentiert, auf einer Hand zum Tisch jongliert, da rutscht er aus auf ner Servetten, versucht jonglieren, des zu retten, doch die Torte schön mit Eierschnee, knatscht er dann der Bäder ins Dekolleté, wie die den Eierschnee an ihren Brüsten fühlt, da war die sichtlich doch gerührt und secht beinahe schon wegen frivol. Wer jetzt was will, dürf sich einen Löffel holen. Geschenke gab's wie immer viel, doch das war ja das erklärte Ziel. Ein Handtuch und eine schöne Kette von meiner Schwester, der Annette. Was haben wir denn bei denen geschenkt? So für 20 Euro? Na, zu wenig, wenn man es bedenkt. Beim nächsten Fest, ich merke mir's fein, muss das Geschenk für die Annette ein wenig größer sein. Obwohl, bei denen hat's nur Schnitzel gegeben. Bei uns jetzt Fisch und viele Bräten. Wenn ich das gegenrechne und bedenk, dann war das ganz schön glädes Geschenk. Ein anderer war jetzt vergrämt, weil eigentlich ist unverschämt. Wart nur, wenn die wiederkommt, da kriegt die eine draufgebrummt. Allem hat's am Schluss geklappt. Wir haben auch Freud und Späßli gehabt. Zwar müde, doch zufrieden ziehen mein Ma und ich zum Bette hin. Mensch, sächte, wenn wir noch eins hätten, da könnt man noch mal Feier wetten. Was meinst du, Frau? Ist abgemacht? Nix gibt's, sag ich. Gute Nacht.